Eröffnungsgrußwort die Ministerin nicht nur Gesundheit und Pflege, sondern auch Emanzipation und Alter des Landes Nordrhein-Westfalen. Wir begrüßen Barbara Steffens. Herzlich willkommen. Ja, Sie hätten das Parlament nicht auflösen lassen müssen. Ich wäre auch sonst, wie gesagt, gekommen. Aber gut, jetzt haben wir deswegen dann etwas anderen Stress. Mein Zeitbudget ist auch nicht größer. Ich will aber vorab sagen, warum es mir so oder so, egal ob mit Zeit oder mit wenig Zeit, wichtig war und wichtig ist, heute hier zu sein. Weil das Thema, was auf der Tagesordnung steht, ist ein Thema, was wir sehr breit, glaube ich, gesamtgesellschaftlich diskutieren müssen, was sehr viele Facetten hat, was oft in den medialen Darstellungen immer nur dann eine Rolle spielt, wenn es in Form von Skandalen öffentlich, plakativ, reißerisch dargestellt werden kann. Und deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir sehr intensiv in das Thema gemeinsam einsteigen müssen, dass wir eine Enttabuisierung des Themas und des Diskurses über Gewalt und Pflege haben müssen und dass wir versuchen müssen, gemeinsam Wege zu finden, ohne eine Diskussion zu führen über Täter und Opfer, über Schuld und Nichtschuld, sondern wir müssen versuchen, das Thema so zu führen, dass wir Lösungswege nach vorne führen, weil man sehr schnell, wenn man in die Materie einsteigt, auch merkt, dass die Grenzen verschwinden und dass es ganz unterschiedliche Blickrichtungen und auch ja, ganz unterschiedliche Opferblickrichtungen gibt in der Sache. Ich finde auch, wir müssen immer zwei verschiedene Sachen nicht vergessen, auf den Blick zu lassen, nämlich, dass wir sowohl über psychische wie auch über physische Gewalt reden und müssen über die unterschiedlichen Formen reden, was auch vor allen Dingen aus Sicht der Betroffenen als Gewalt empfunden wird, aber auch was aus Sicht der Beschäftigten notwendiger Schutz ist vor der eigenen Gewaltprävention. Wir müssen reden meines Erachtens über Fixierungen, die stattfinden aus Fürsorge oder aus manchmal auch sehr falsch verstandener Fürsorge. Wir müssen meines Erachtens darüber diskutieren, was das Verhältnis ist zwischen Haftungsrecht und Selbstbestimmungsrecht, also wo wird fixiert auf Angst vor gesundheitlichen Folgeschäden. Man muss darüber reden, welche Rahmenbedingungen die sind, die letztendlich durch Personalmangel, durch Personalüberforderung, durch schlechte Personalschlüssel zu Fixierungen und zu Gewalt führen. Denn auch da wissen wir ja, dass es Statistiken gibt, die sagen, mit einem schlechteren Personalschlüssel ist gerade in der stationären Pflege der Anteil von Bettlägerigen und Rollstuhlbedürftigen sehr viel höher als in Einrichtungen mit einem anderen Personalschlüssel, einem günstigeren. Also auch über das Verhältnis und über die Rahmenbedingungen und über den Bereich der Gewalt aus Überforderung. All das sind Punkte und Bereiche, über die man reden muss und man muss über die unterschiedlichen Institutionen, über die unterschiedlichen Ebenen reden, wo sozusagen Gewalt und Fixierung, wo unterschiedliche Bereiche thematisiert werden müssen. Das ist zum einen die Frage, was passiert in der eigenen Häuslichkeit und gerade wenn wir über Pflege und nicht über medizinische Versorgung reden, ist der größte Teil der Pflege, der in der eigenen Häuslichkeit stattfindet, wo wir viel an Fixierungen haben, viel auch an Gewalt, die aufgrund von Beziehungseskalationen auch entsteht. Da haben wir einen massiven Bereich. Aber wir müssen genauso über die professionelle Ebene reden, über Pflege und über die Krankenhausversorgung, aber auch über die der Versorgung und da wieder über die ganzen unterschiedlichen Bereiche. Also, wenn ich alleine das Feld aufmache, welche Facetten müsste man beleuchten, damit man ein umfassendes Bild hat, wo wir anpacken müssen und in dieser Gesellschaft uns auf den Weg machen müssen, dann bräuchte ich nicht eine Viertelstunde heute, sondern wahrscheinlich mehrere Stunden heute. Deswegen werde ich es versuchen, im Schnelldurchgang zu machen. Sehen Sie mir zwei Sachen nach. Erstens, wenn ich was nicht erwähne, dann nicht, weil ich es nicht erwähnen wollte, sondern weil es nicht geht in der Zeit. Und das Zweite ist, nochmal, wenn sich jemand auf die Füße getreten fühlt, ich will niemanden treten, weil ich weiß und ich kenne die Situation, sowohl in der medizinischen Versorgung wie auch in der pflegerischen Versorgung. Ich will niemanden hier, auch wenn man bei Zahlen oder Statistiken redet, im Einzelnen Vorwürfe machen, sondern ich glaube, wir müssen daraus Konsequenzen ziehen. Also, wenn wir uns angucken, wo und wie findet Gewalt in der Pflege statt, dann kann man sich
Umfragen angucken. Die Umfragen kommen alle zu dem Ergebnis in unterschiedlichen Häufigkeiten, aber sie kommen alle zu dem Ergebnis, dass es sich nicht, wenn wir über Gewalt reden, um Einzelfälle handelt, sondern dass es sich um ein wirklich breites Querschnittsthema handelt, repräsentative Umfragen des Zentrums für Qualität in der Pflege vom Mai dieses Jahr. Und jeder fünfte Bundesbürger hat schon einmal aggressives oder gewalttätiges Verhalten in der Pflege erlebt. Das fängt von ruppigem Verhalten an bis zu massiven Gewalteinwirkungen. Und von den Befragten mit Pflegeerfahrung sind das noch mehr, nämlich da ist es mehr als ein Drittel, die in solche Situationen schon einmal geraten sind. Wenn wir uns andere Studien angucken, dann kommen wir da zu Fragen, zu Zahlen von 1989, dass 10% der Pflegebedürftigen über körperliche Gewalt und 40% über seelische Misshandlungen berichtet haben. Das heißt, anhand von den Zahlen waren das schon damals mehr als 50.000 betroffene Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen. Aber auch wenn wir uns dann mit dem Bereich der Freiheitsbeschränkungen in stationären Einrichtungen befassen, dann sehen wir auch da, dass 20% der Menschen betroffen sind. Und wenn wir uns das anschauen, wie spiegelt sich das in der Fläche wieder, dann ist auffällig, dass wir einen ganz großen Unterschied haben, je nach Einrichtung, von 4 bis 60%. Das heißt, in manchen Einrichtungen sind mehr als die Hälfte der Menschen davon betroffen, dass sie freiheitsbeschränkende Maßnahmen unterliegen. 90% davon sind richterlich genehmigte Fälle und genau deswegen werden wir auch darüber reden müssen, was heißt das, muss man bei richterlich genehmigten Fällen das auch wirklich ausschöpfen, wird hier zu schnell entschieden, dass man freiheitsbeschränken darf und in welchen Fällen geht. Weil klar ist, Gewalt, Fixierung als Alltagsgeschehen, als Normalfall kann eigentlich nicht unsere Lebensrealität sein, denn ich finde, wir müssen uns immer selber fragen, wie wollen wir in Situationen, in denen wir krank sind, wie wollen wir in Situationen, in denen wir alt sind, in denen wir eingeschränkt sind, wie wollen wir selber versorgt werden? Und ich kann für mich sagen, ich möchte das für uns alle, unabhängig vom Alter, unabhängig vom gesundheitlichen Zustand gilt, dass an erster Stelle unser Selbstbestimmungsrecht als Mensch steht. Und das gilt auch für Menschen, die pflegebedürftig sind und für Menschen, die krank sind. Klar ist, wenn wir uns dem Problem nähern, müssen wir natürlich die Blickrichtung der Pflegebedürftigen, der Kranken auf der einen Seite sehen, die Blickrichtung der Pflegenden auf der anderen Seite sehen. Und wie gesagt, ich würde gerne als einen dritten Punkt auch vor allen Dingen über die Frage reden, wie sind die rechtlichen Rahmenbedingungen und was müssen wir eigentlich da ändern. Wenn wir uns aber jetzt angucken, in welcher Ausgangslage befinden wir uns, weil all die Statistiken, die uns sagen, wie viel Prozent der Menschen sind nach welchen Befragungen betroffen, sind ja sozusagen ein statistischer Spiegel. Aber wenn wir uns in die Gesellschaft, wenn wir uns heute in unser Versorgungssystem reingucken und versuchen zu projizieren, wie werden die Herausforderungen, wie werden die Erwartungen für unser Gesundheitssystem in den nächsten 20, 30, 40 Jahren sein, dann wissen wir, dass wir schon heute in unseren stationären Krankenhäusern mehr als 50% der Patienten und Patientinnen haben, die über 60 Jahre sind. Und wir haben schon heute einen massiv zunehmenden Teil von Menschen mit Demenz in den stationären medizinischen Einrichtungen. Und diese beiden Bereiche, nämlich immer mehr ältere Menschen, immer mehr Menschen mit Demenz, sind zwei Bereiche, die auch dazu führen, dass der Umgang in den Systemen Krankenhaus, die überhaupt nicht auf die Patientengruppen eingestellt sind, Umgänge und zum Teil Strukturen sind, die nicht an den Bedarfen der Menschen orientiert sind, sondern die an den Strukturen und den Tagesabläufen der Versorgung orientiert sind. Wenn wir uns angucken, wie wird das perspektivisch sein, welche Herausforderungen hat das System da vor sich, dann wissen wir, dass sich die Zahlen der Pflegebedürftigen in Nordrhein-Westfalen wie auch in den meisten anderen Bundesländern im Zeitraum von heute bis 2050 auf roundabout 1 Million verdoppeln wird. Die Zahl der Menschen mit Demenz wird sich in Nordrhein-Westfalen im selben Zeitraum auch von 300.000 auf 600.000 verdoppeln. Das zeigt ein Stück weit, wie wird die Patienten- und Patientinnenstruktur perspektivisch sein. Und das gilt ja nicht nur für den somatischen Bereich, sondern wir sehen es genauso für den Bereich der psychiatrischen Krankenhäuser, dass natürlich der Anteil der Menschen, die
mit massiven körperlichen Einschränkungen, die mit Multimorbidität, mit chronischen Erkrankungen ins System kommen und damit einen ganz anderen Pflegeaufwand haben, dass die Zahl derer massiv steigt. Gleichzeitig wissen wir auf der anderen Seite, und das will ich vorab auch sagen, weil auch das Problem immer wieder verschärft, gleichzeitig nimmt das Potenzial der Menschen, die dem Erwerbsleben zur Verfügung steht, drastisch ab. Wir haben jetzt 8,7 Millionen, 2050 werden das 6,6 Millionen erwerbsfähig sein, also wir haben weniger Menschen, die dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen, bei mehr Bedarfen, und deswegen müssen wir sehen, wie wir unsere Systeme heute demografiefest machen und wie wir heute auf die Problembereiche schon reagieren, denn in dem Moment, wo wir Bereiche angucken wie Fixierung, Sedierung aus Personalmangel als Konsequenz, wissen wir, dass sich dieses Problem nicht nur leicht erhöhen wird, sondern dass es sich vor dem Hintergrund der Verschiebung der Bedarfe der Menschen und der personellen Ressourcen potenzieren wird. Also das heißt, wir müssen dringend an der Stelle jetzt mit anderen Strukturen, mit anderen Konzepten, mit anderen Maßnahmen das Gesundheits- und Pflegesystem aufstellen, denn sonst wird es umzugehen, dass wir 2030 oder 2050 keine Versorgungsstruktur mehr haben, die wir uns, wenn wir sie uns vorstellen würden, auch wirklich haben wollen. Ja, wo fängt das Ganze, der Bereich der Diskussion um Fixierung und Gewalt an, wo hört er auf? Dann denke ich, dass wir auch hier eine gesellschaftliche Diskussion brauchen, die wirklich weitergeht als das, was oft in den Medien unter Fixierung verstanden wird, denn viele, die über Fixierung reden, meinen immer nur die Bettgurte, mit denen man dann letztendlich als Bett fixiert ist, dass Fixierung aber sehr vielfältig ist, dass es in einem ganz großen Maße die Ruhigstellung durch Medikamente ist, was in einem gerade massiven, in einer massiven Weise bei älteren Menschen passiert. Das sieht man auch daran, dass 80% sämtlicher Medikamenteverordnungen bei 20% aller Patienten und Patientinnen sich konzentrieren. Also das Sedieren und Ruhigstellen von Menschen durch Medikamente ist die eine Ebene, die das Gesundheitssystem aufgreifen muss. Aber die Frage dessen, was dann ein Ruhigstellen ist, und es ist immer nur das, dass der Mensch in seinem Bett durch aktives Ruhigstellen sozusagen eingeschränkt wird in seiner Mobilität und seinem Selbstbestimmungsrecht. Oder müssen wir nicht auf den Bereich, wo durch unterlassenes Handeln die Ruhigstellung passiert, auch mit angegangen werden? Sind und beim stationären Aufenthalt 3 Wochen, 2 Wochen fixiert im Bett liegen, ohne mobilisiert zu werden. Das ist ein Muskelabbau, der kann nicht wieder aufgebaut werden. Zumindest nicht in der Zeit, die vermutlich zur Verfügung steht. Das heißt, wir haben hier nicht nur eine kurze, temporäre Mobilitätseinschränkung, sondern wir haben zum Teil eine lebenslange Mobilitätseinschränkung. Denn wenn wir uns im Bereich der Altenpflege angucken, wie viele Menschen wir haben, die durch Überleitungsverhinderungspflege in die stationäre Altenpflege kommen, weil sie nach stationären Aufenthalten aus vielen Gründen immobil sind, aber vor allen Dingen auch durch die körperliche Muskelabbau-Einschränkung, dann ist das ein Bereich, wo wir andere Konzepte brauchen und andere Wege gehen müssen, um das zu verhindern. Klar ist, es ist nicht tolerierbar, weil es gibt andere Wege und wir müssen es gemeinsam schaffen, die Systeme den Menschen anzupassen, die Strukturen den Menschen und den Bedarfen anzupassen und nicht zu versuchen, die Menschen in Strukturen zu pressen und den Systemen anzupassen, denn das wird uns nicht gelingen. Also für mich ist es gerade ein ganz wesentlicher Punkt, mit dem wir einsteigen müssen und mit dem wir auch in Nordrhein-Westfalen massiv vorankommen wollen, den Bereich der älteren Menschen als einen anzugehen, denn viel von dem, was wir bei Kindern wissen und was wir Kindern gestatten, wird älteren, dementen Menschen nicht gestattet. Warum ist nicht das Bett, was auf Bodenhöhe fahrbar ist, für den Dementen die Regel? Warum ist die Sensormatte, die das Signal gibt, wenn was passiert, nicht der Standard, sondern warum ist der Sturz über das Bettgitter nach wie vor häufiger als sozusagen die technischen Möglichkeiten, die den Menschen selbstbestimmt ermöglichen würden, auch ihr Bett zu verlassen? Klar ist, und auch das steht immer wieder in vielen Gesprächen, die ich höre oben drüber, dass mir die Pflegekräfte im Krankenhaus sagen, aber ich kann das nicht anders machen, weil wenn ich das Bettgitter nicht hochmache und es passiert was und der Patient, die Patientin fällt,
Dann sind als erstes die Krankenkassen die, die auf der Matte stehen und die wegen Regressansprüchen kommen und die Behandlungskosten nicht übernehmen. Und das Zweite ist, dass natürlich Bewohner und Bewohnerinnen, Patienten und Patientinnen dann auch noch unter Umständen oder Angehörige mit Schmerzensgeld kommen, was gefordert wird wegen Nichtfixierung. Diese Frage, was ist mehr wert in unserer Gesellschaft? Ein Haftungsrecht und ein Regressanspruch oder das Selbstbestimmungsrecht? Diese Frage werden wir intensiv diskutieren müssen. Weil die Frage, ob ich körperlich ohne Sturz entlassen werde, aber gesundheitlich in einem katastrophalen Zustand bin und psychisch unter Umständen in ein Überlastungssyndrom, in ein Delir gefallen bin, weil ich unter der Fixierung als älterer Mensch einen Demenzschub habe. Das ist für mich keine Frage, wo die Gewichtung liegen würde. Die liegt eindeutig bei dem Selbstbestimmungsrecht des Menschen. Und die Diskussion werden wir intensiv führen müssen, weil ich glaube, dass das, was an Haftungsrecht, das, was an Regressansprüchen auf die Beschäftigten immer wieder zukommt, was als Damoklesschwert im Raum steht, ist unzumutbar. Und auch das sind Dinge, die ich aus Diskussionen gerade mit Pflegekräften immer wieder höre, die sagen, ich würde gerne einen anderen Weg gehen, aber ich weiß nicht wie und ich habe Angst vor meinem Einrichtungsleiter, vor meinem Träger, vor meinem Geschäftsführer. Also bitte, den Diskurs würde ich gerne gemeinsam mit Ihnen allen auch führen. Ja, aber ich will auch einen kleinen Exkurs natürlich am Rande machen, weil natürlich die eine oder andere derjenigen, die heute hier anwesend sind, gerade aus dem Bereich auch der Psychiatrie und der psychiatrischen Versorgung sind und ich auch im Programm gesehen habe, dass das Thema der Abschaffung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen auch im Programm eine Rolle spielt. Ja, in Nordrhein-Westfalen ist die Videoüberwachung verboten worden. Das ist eine Initiative, die aus der Mitte des Parlaments gekommen ist, aufgrund einer langen Diskussion. Und das Erstaunliche an dieser langen Diskussion, die geführt worden ist, ist, dass zu dem Zeitpunkt, als die Initiative im Parlament kam, es eine ganz unterschiedliche Umgehensweise in Nordrhein-Westfalen in den psychiatrischen Einrichtungen und Krankenhäusern gab. Es gab Krankenhäuser, die schon immer auf die Videoüberwachung verzichtet haben und gesagt haben, das gehört bei uns nicht zum System, das ist nicht medizinisch notwendig. Es gab einzelne Häuser, die eine extrem hohe Zahl an Videoüberwachung hatten und es immer wieder als medizinisch notwendig begründet haben. In allen Expertengesprächen und allen Expertenanhörungen hat sich das Argument der medizinischen Notwendigkeit gegenüber dem Menschenrecht ziemlich schnell in absolute Luft aufgelöst und selbst bei den Anhörungen im Ausschuss gab es niemand, der das wirklich nachhaltig als medizinisch indiziert begründen konnte. Das, was klar ist, ist auch hier, die Rahmenbedingungen sind die, die notwendigerweise so sein müssen, dass die Ressource Mensch für die Sitzwache vorhanden ist. Aber Menschenrechte dürfen nicht daran scheitern, dass es einen Personalengpass gibt, sondern Menschenrechte sind unteilbar. Und ich finde es wichtig, dass man, wenn man über Fixierung redet, sich vielleicht auch dann damit befasst, was würde das mit mir machen. Ich habe mich mal fixieren lassen und habe mir angeguckt, wie sich das anfühlt. Wenn man nicht weiß, wer das sieht, wenn man nicht weiß, wer einen beobachtet und wenn man nicht weiß, wer das mitbekommt. Ich habe viel mit Menschen mit Psychiatrieerfahrungen geredet. Und ich kann den Bedarf, dass man möchte, dass jemand da ist, nicht nur nachvollziehen, sondern ich glaube, dass auch das keine Frage sein darf, die man für die Betroffenen von außen entscheidet, sondern das Recht und die Sicherheit an der Stelle ist über allem stehend. Und deswegen hat der Nordrhein-Westfälische Landtag dieses Gesetz so verabschiedet und geändert. Und wir sehen, dass diejenigen, die in der Vergangenheit nur in Einzelfällen Video überwacht haben, diese Videoüberwachung problemlos ersetzen konnten. Und Probleme haben nur die, wo viele, auch aus dem Bereich der Beschäftigten, immer wieder gesagt haben, bei uns ist es personell sehr eng und deswegen greifen wir zur Videoüberwachung. Also, ich glaube, dass das ein Schritt ist in die richtige Richtung, aber ich glaube, dass das nur ein Schritt ist von vielen.
weil die Rahmenbedingungen, wie gesagt, auch für die Beschäftigten wichtig sind, dass sie nicht durch eine personelle Minimalsituation dann auf dem Rücken derjenigen ausgetragen werden, die in den Bereichen beschäftigt sind. Also der zweite Bereich, der betrachtet werden muss, ist, was ist sozusagen an Handlungsnotwendigkeit und Bedarf für Pflegende da? Und klar ist, dass egal welche Pflegebereiche wir durchlaufen, ob das die Altenpflege, die Krankenpflege ist, egal welche Bereiche wir betrachten, sehen wir, dass wir zum einen die Rahmenbedingungen der Finanzierung für Pflegekräfte auf Bundesebene, egal ob mit dem Pflege-Neuausrichtungsgesetz auf Bundesebene, was es im Grunde genommen wieder das nicht macht, was notwendig ist, nämlich den Pflegebedürftigkeitsbegriff neu zu definieren, dass wir Defizite haben, die wir dringend beheben müssen und wo wir auch auf Bundesebene eine andere Rahmenbedingung, einen anderen Rahmen haben müssen, wie Pflege definiert wird, nämlich am Menschen, am Bedarf des Menschen und nicht, wie er heute ist, in Pflegemodulen, die überhaupt nicht dem, was Pflegende und Zupflegende letztendlich brauchen, überhaupt nicht gerecht wird. Also die Rahmenbedingungen für die Pflegende müssen verändert werden. Es muss aber auch klar sein, und auch das zeigen Umfragen, dass wir denjenigen, die in der Pflege beschäftigt sind und denjenigen, die in der häuslichen Pflege leisten, Angebote und Unterstützung unterbreiten müssen, wie man denn mit einer Antigewalthaltung, wie man denn mit Reflexion und Sensibilisierung letztendlich auch selber geschützt werden kann und wie hier sozusagen die begleitenden Maßnahmen noch da sind. Deswegen haben wir in Nordrhein-Westfalen gesagt, wir müssen auf beides setzen, auf Qualifizierung und Reflexion. Wir haben angefangen, gemeinsam einen Dialog mit den Akteurinnen und Akteuren im Gesundheitssystem, um genau die Gewaltbereiche in Medizin und Pflege zu identifizieren, um sie zu überwinden und um gemeinsam mit Medizin, Pflege und Pharmazie neue Wege zu gehen. Es gibt auf der einen Seite eher im Justizbereich verankert den Werdenfelser Weg, den wir in Nordrhein-Westfalen auch gehen und wo auch gemeinsam versucht wird, hier wirklich an dem, was in anderen Bundesländern auch schon passiert ist, den Aufbruch hinzubekommen. Aber es reicht nicht, den Werdenfelser Weg zu gehen, sondern wir sind auch dabei und haben mit den Heimaufsichten gemeinsam das Konzept von Redofix diskutiert. Wir sind dabei, hier solche Konzepte auch zu implementieren und wollen auch eine Weiterbildung und die Rahmenbedingungen so ermöglichen, dass wir hier auch diejenigen befähigen und vor allen Dingen, dass wir diejenigen, die in Einrichtungen oben am Kopf die Verantwortung für die Geschäftsführung haben, dass der Blick auf das System, nämlich wo ist mehr Personal notwendig, wo sind andere Konzepte notwendig, dass der Blick auf das System auch wirklich einer ist, der von oben passiert, denn ich weiß auch, und auch das ist was, was gang und gäbe ist, nämlich, dass es Zuschriften gibt aus den Reihen derjenigen, die in der Pflege tätig sind, die uns anschreiben im Ministerium und ihre eigenen Arbeitsbedingungen und Situationen immer wieder beschreiben und sagen, wir wollen da raus, aber das runterfahrbare Bett wird nicht angeschafft und die Alternativen zur Fixierung werden bei uns nicht praktiziert. Also von daher ist es uns klar, dass wir nicht die einzelnen in der Pflege Beschäftigten individuell in die Verantwortung nehmen können oder dass jeder Einzelne nur bedingt dazu beitragen kann, dass der Systemwechsel stattfindet, sondern dass es klar sein muss, dass wir hier von oben sozusagen von denjenigen, die auch die Verantwortung für das System haben, gemeinsam anfangen, dieses aufzubrechen. Also Prävention für diejenigen, ja, aber Prävention als Selbstbestimmungsrecht auch der Einzelnen, Prävention für diejenigen, die als Beschäftigte im System sind, aber auch für diejenigen unter den Rahmenbedingungen des Selbstbestimmungsrechts. Deswegen, für mich ist es klar und ich bin davon überzeugt, dass wir mit einem veränderten, mit einem neuen Verhalten von professionellen Akteuren und Akteurinnen, dass wir mit Vorbildern auch für pflegende Angehörige, dass wir mit einem Aufbruch wirklich da sein müssen und das gemeinsam auf den Weg bringen müssen. Und mir ist klar, dass das kein Weg ist, den man von heute auf morgen gehen kann. Denn unser Gesundheitssystem, unser Pflegesystem ist über die letzten Jahre und Jahrzehnte hinweg als Wirtschaftssystem, als Wettbewerbssystem aufgestellt worden.
und es hat an vielen Stellen die Bedarfe der Betroffenen und die Bedarfe der Beschäftigten aus dem Blick gelassen. Ich bin davon überzeugt, dass man das nur schaffen kann, wenn man den Weg gemeinsam an ganz vielen Stellen geht und wenn man wirklich die Systeme, die wir haben, die Strukturen in Frage stellt und wenn man die Strukturen und die Systeme an den Menschen ausrichtet und nicht versucht, uns an die Systeme anzupassen. Und in diesem Sinne hoffe ich auf eine gute Veranstaltung und hoffe darauf, dass wir diesen Weg auch in Nordrhein-Westfalen wirklich gemeinsam gehen können.